auf den Tagesordnungspunkt 98. Antrag der Fraktion der FDP betreffend eine Aktuelle Stunde, Diskussion um Ankerzentren und BAMF-Skandal. Ganz Deutschland diskutiert, nur Schwarz-Grün Hessen taucht ab, Drucksache 19/6445. Hierzu wird nach § 37 Abs. 8 unserer Geschäftsordnung mit aufgerufen die mündliche Frage 1042 der Abg. Janine Wissler. Ich schlage vor, dass wir zuerst die Frage von Frau Wissler jetzt hier stellen. Bitte sehr. Ich frage die Landesregierung, trifft die Auskunft des Bundesinnenministeriums zu, dass Hessen sich als eines von drei Bundesländern bereit erklärt hat, sich an den sogenannten Ankerzentren zu beteiligen? Herr Innenminister. Frau Abgeordnete Wissler, nein, das trifft nicht zu. Um die Frage ganz konkret zu beantworten, will dazu sagen, Gießen ist eine allseits gelobte Einrichtung. Man könnte auch sagen, was Ankunftszentren angeht, ein Musterstandort, die die mutmaßlichen Aufgaben von Ankerzentren weitgehend erfüllt. Daher benötigen wir kein eigenes Ankerzentrum. Zusatzfrage, Frau Kollegin Wissler. Direkt drauf. Ja, ich hatte die Frage eingereicht, bevor Sie das dementiert hatten. Sie haben eben gesagt, und der Ministerpräsident auch, dass Gießen quasi alles macht, was ein Ankerzentrum auch machen würde. Könnten Sie vielleicht kurz darlegen, wo aus Sicht der Landesregierung die Unterschiede sind zu dem Konzept der Ankerzentren und ob Sie und welche Punkte Sie dabei kritisch sehen aus Sicht der Landesregierung? Herr Innenminister. Frau Abgeordnete Wissler, deswegen habe ich sehr wohl meine Worte gewählt und habe gesagt mutmaßlich, weil es gibt bisher keine konkrete Konzeption für die Ankerzentren. Wir haben in den Ankerzentren, wir haben in unserem Standort in Gießen ein Ankunftszentrum errichtet, in dem wir sehr schnell dafür Sorge tragen können, dass diejenigen, die zu uns kommen, registriert werden, dass die Identifizierung klappt, dass wir dem BAMF, also dem Bundesamt, entsprechend zuführen, dass die Anhörungen stattfinden können. Wir haben in Gießen, in unserer Erstaufnahmeeinrichtung, dafür gesorgt, dass auch erste Integrationsmaßnahmen stattfinden können, sodass landläufig oder sagen wir mal bei denen, die sich mit diesen Fragen besonders beschäftigen, Gießen als eines der Muster Standorte für die Aufnahme von Flüchtlingen gilt. Deswegen habe ich die Frage oder die Antwort so gewählt, wie ich sie eben gewählt habe. Zusatzfrage lege ich aus. Herr Minister, wie können Sie sich denn erklären, dass über mehrere Tage hinweg aus dem Bundesinnenministerium veröffentlicht wurde, dass Hessen eines von drei Bundesländern sei, das sich um ein Ankerzentrum beworben hat? Herr Innenminister. Gar nicht. Es gibt keine weiteren Zusatzfragen. Damit ist die Frage beantwortet. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Wolfgang Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Unser Thema ist die Diskussion um Ankerzentren und um den BAMF-Skandal. Wir stellen fest, ganz Deutschland diskutiert darüber, nur Schwarz-Grün in Hessen taucht ab. Was muss denn das Ziel sein einer vernünftigen Flüchtlingspolitik? Das Ziel muss sein, Schutz für Schutzbedürftige und Rückführung von Menschen, die nicht zum Bleiben berechtigt sind. Ein Weiter-so reicht auch hier nicht aus. Und auch in Hessen, das muss man leider feststellen, ist längst nicht alles Gold, was der Ministerpräsident vorzeigt. Es hapert nämlich an der konsequenten Abschiebung derer, die nicht zum Bleiben berechtigt sind. Ich komme da zum ersten entscheidenden Punkt. Der Bundesinnenminister, Herr Seehofer, muss in seiner Verantwortung endlich das alleine vom BAMF zu betreibende Anerkennungsverfahren so zu beschleunigen, dass Verfahren im Regelfall innerhalb von 6 Wochen abgeschlossen werden können und es nicht zu jahrelangen Verzögerungen kommt. Ich habe schon gesagt, dafür ist alleine der Bundesinnenminister zuständig. Was wir stattdessen wahrnehmen, sind immer neue Meldungen über Vertuschung bei der Aufklärung der BAMF-Affäre. Hier ist ein Untersuchungsausschuss längst überfällig. Und dass das
dass das ein Thema auch für Hessen ist, dass das ein Thema auch für Hessen ist, konnten Sie gestern in der Hessenschau feststellen. Denn in der Tat, die Außenstelle des BAMF in Neustadt ist ebenfalls in die Überprüfung einbezogen, nicht etwa nur als Stichprobe, sondern weil es dort eine deutlich höhere Schutzquote gibt als im Durchschnitt. Also ist aller Anlass zur Überprüfung geboten. Und, meine Damen und Herren, das muss ich schon einmal feststellen, ich bin sehr überrascht über das Verhalten der GRÜNEN in Berlin, die bis heute den Untersuchungsausschuss blockieren. Offensichtlich fehlt dort das echte Aufklärungsinteresse. Die grüne Sicht, das rühre mich nicht an beim Thema Flüchtlingspolitik, hat sich offensichtlich wieder einmal über das Aufklärungsinteresse erhoben. Was erleben wir? Was erleben wir stattdessen? Volker Bouffier vereinbart mit der SPD, mit Herrn Schäfer-Gümbel und anderen die Einrichtung von Ankerzentren und täuscht dabei in üblicher CDU-Manier Aktivitäten vor. In Hessen wurde der Bestimmer dann vom grünen Koalitionschef eingefangen, eingesammelt. Es folgte ein grandioser Rückzieher nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, man darf es nicht vergessen, wie in Hessen regiert wird. Wenn der grüne Arm es will, stehen auch in Hessen die Räder still. Bei allem, meine sehr geehrten Damen und Herren, was wir in Hessen in der Tat besser gemacht haben als die Unionsinnenminister im Bund und das unsägliche, nach meiner festen Überzeugung schon lange nicht mehr reformierbare BAMF, nach der Durchführung des Verfahrens werden Bleibeberechtigte auf die Kommunen verteilt. Das ist gut so, und das muss allerdings noch deutlich schneller klappen, damit wir mit der Integrationsarbeit auch entsprechend zügig beginnen können. Aber was ist mit der anderen Seite der Medaille? Auch in Hessen klappt die Rückführung nicht. Was leider auch in Hessen fehlt, ist eine zügige Durchführung der Rückführungsverfahren. Wir sind deshalb dafür, dass nicht zum Bleibenberechtigte eine Wohnsitzauflage in einem möglichst in Flughafennähe gelegenen Ausreisezentrum erhalten. Dort haben die betroffenen Menschen den Ausgang eventueller Rechtsmittelverfahren abzuwarten. Und von dort kann dann auch unmittelbar die Rückführung erfolgen. Wie ist die Situation in Hessen? In Hessen halten sich 3.891 Menschen ohne Duldung auf. Diese müssten umgehend abgeschoben werden. Doch, Herr Innenminister, offensichtlich sind Sie mehr mit Däumchen drehen und Beschimpfen der Opposition beschäftigt, als damit Ihre Aufgaben zu machen. 2017, und die Zahlen sprechen für sich, Herr Innenminister, das sind Ihre Zahlen. 2017 gab es in, ja, ich höre das, keine Ahnung haben wir, das ist immer wieder das Gleiche. 2017 gab es in Hessen nur 1147 Abschiebungen. Damit liegt Hessen auf Platz 7 im bundesweiten Vergleich. Gegenüber 2016 ist die Zahl sogar noch gesunken. 2016 waren es immerhin 1723. Es geht auch anders, Herr Innenminister. Es geht auch anders. In Nordrhein-Westfalen haben wir es gezeigt, mit der Union gemeinsam, mit einem Unionsinnenminister. Dort wurden 2017 insgesamt 6.308 Abschiebungen durchgeführt, fast 1.200 mehr als im Vorjahr, nicht etwa weniger. Herr Innenminister, Herr Ministerpräsident, ich kann nur sagen, wachen Sie endlich auf und handeln Sie. Setzen Sie sich gegenüber Ihrem Koalitionspartner in dieser wichtigen Frage durch. Sonst müssen Sie mit der Feststellung leben, Sie können oder Sie wollen es einfach nicht. Vielen Dank, Kollege Greilich. Das Wort hat die Frau Abg. Astrid Wallmann, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Was in Hessen seit der Flüchtlingskrise 2015 geleistet wird, ist vorbildlich. Und wir haben mit unseren Maßnahmen zur Integration bundesweit Maßstäbe gesetzt, im Übrigen auch mit der Erstaufnahmeeinrichtung und dem Ankunftszentrum in Gießen. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre sicher nicht ganz immer einfache Arbeit in Gießen ausdrücklich danken, Lob und Anerkennung aussprechen. Und, Herr Greilich, das, was in Gießen, in der Erstaufnahme, in dem Ankunftszentrum geleistet wird, ist genau das,
was mit dem Ankerzentrum durch die Bundesregierung vorgesehen ist, nämlich Dinge zu bündeln, Verfahren zu beschleunigen. Und es ist geplant, in Deutschland 6 Pilot-Ankerzentren in einer Phase zu etablieren. Dort sollen die Verfahren schneller werden. Es soll registriert werden, identifiziert werden. Die Altersfeststellung soll vorgenommen werden. Es soll eine Asylanhörung durchgeführt werden, Gerichtsverfahren und eben am Ende auch eine Rückführung. Wir halten es für richtig, dass dieser Prozess gebündelt wird, dass es eben auch zu einer konsequenten Anwendung des Asylrechts kommt. Das ist am Ende auch immer Grundlage unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts. Und gerade weil es richtig ist, wird es ja in Hessen auch so praktiziert. Nämlich in der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen findet eine Identifizierung und Registrierung statt, eine medizinische Versorgung. Die Betroffenen bekommen einen internationalen Impfpass. Der medizinische Dienst ist vor Ort. Die verschiedenen Behörden arbeiten effektiv Hand in Hand miteinander zusammen. Dazu gehört das BAMF, dazu gehört die Bundesagentur für Arbeit, das Jugendamt, dazu gehört die Rückkehrberatung und natürlich auch das Kultusministerium. Die Beschulung der Schülerinnen und Schüler im Alter von 6 bis 16 Jahren erfolgt dort und eben auch die Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsgericht Gießen. Und gerade weil das eben so vorbildlich auch funktioniert, muss man auf Folgendes auch hinweisen. Es ist so, dass bereits am dritten Tag, Herr Greilich, das haben Sie jetzt nämlich alles nicht erwähnt, am dritten Tag können die Flüchtlinge dort ihren Asylantrag stellen. Es ist so, dass innerhalb von einer Woche, das betrifft 80% der Ankommenden dort ihre Anhörung haben und 70% innerhalb von einem Monat ihre Entscheidung erhalten. Und ich muss sagen, ich finde das bundesweit vorbildlich. Es ist ja auch so, das darf man, glaube ich, auch mal sagen. Man kann, glaube ich, auch schon sagen, das war wahrscheinlich auch Vorbild sogar für das Ankerzentrum. Und auch andere Dinge sind vorbildlich. Ich nenne nur mal das Stichwort Clearing-Erlass. Es ist so, es gibt eine Differenz sozusagen bei der Frage der Aufenthaltsdauer. Bei den Ankerzentren sind 18 Monate geplant, maximal bei uns sind es 6 Monate. Aber ich sage Ihnen sehr deutlich, das, was gut funktioniert, und Gießen funktioniert gut, das muss man dann auch nicht ändern, weil es ja gut funktioniert. Und, Herr Greilich, den Titel Ihrer Aktuellen Stunde, den verstehe ich ehrlich gesagt sowieso überhaupt gar nicht. Es ist so, dass der Ministerpräsident Volker Bouffier, übrigens auch Innenminister Peter Beuth, sich im Innenausschuss auch zu der Frage ja schon geäußert hat, sehr klar formuliert hat, wie Hessen zu dieser Position des Ankerzentrums steht. Und spannend ist ja auch, wenn man dann mal kurz den Blick nach Nordrhein-Westfalen wendet. Ihr Parteifreund, der Herr Stamps, sah sich ja ähnlich wie Hessen mit einer Äußerung des Bundesinnenministeriums konfrontiert. Ich weiß nicht, ob Sie da jetzt auch eine Aktuelle Stunde abhalten. Finde ich spannend. Wahrscheinlich gehe ich auch davon aus. Wir können doch nichts dafür, wenn das Bundesinnenministerium etwas äußert, wie auch übrigens dieses Konzept, ja, hat ja eben der Innenminister auch gesagt, noch gar nicht kennen, dazu etwas sagt. Ich finde, der Ministerpräsident hat völlig richtig darauf reagiert und sehr klar und deutlich die Position der Landesregierung vertreten. Deswegen weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was Sie heute noch wollen. Und am Ende ist es ja so, eine hessische Einrichtung, über die entscheidet die Landesregierung und das Land Hessen, was dort passiert, und nicht das Bundesinnenministerium. Dann ist es so, wir brauchen in Hessen kein Ankerzentrum, wie gesagt, weil wir eine sehr gut funktionierende Einrichtung haben. Sie haben dann das Thema der aktuellen Diskussion um die Korruptionsvorwürfe jetzt noch zum Thema gemacht, beziehen sich jetzt auch auf den aktuellen Bericht der Hessenschau. Ich muss gestehen, ich finde, auch da ist ein rechtsstaatliches Verfahren erst einmal abzuwarten. Das fände ich jetzt angebracht. Und völlig klar ist doch auch, wenn es da Missstände gibt, wenn es dort Korruption gegeben hat, ist das a. nicht zu tolerieren, b. es ist kriminell. Und selbstverständlich hat der Bundesinnenminister angekündigt, dass er dann dagegen konsequent vorgehen wird, personelle und organisatorische Konsequenzen ziehen wird. Aber das brauchen wir, glaube ich, hier im Hessischen Landtag jetzt nicht miteinander zu diskutieren. Wir sind weder Staatsanwalt, noch haben wir Kenntnis der Vorgänge. Das sollte man dann vielleicht im Bundestag noch einmal miteinander diskutieren, wo das Thema übrigens auch Zuständigkeit halber auch hingehört. Kollegin Wallmann, Sie müssen zum Schluss kommen. Fort, ja.
Sie haben dann eben das Thema Ausreise noch angesprochen. Herr Greilich, das ist Ihnen ja auch bekannt. Hessen setzt auf die freiwillige Ausreise. Deswegen, Sie haben jetzt nur von Rück- oder Abschiebungen gesprochen. Und wir haben, finde ich, sehr gute Zahlen in diesem Bereich und werden daran auch weiter arbeiten. Deswegen haben wir auch unsere Erstaufnahmeeinrichtung, wo die Verfahren eben auch die Asylverfahren sehr beschleunigt laufen. Ich will Ihnen sagen, der Gießener Weg, das hessische Modell, ist erfolgreich. Und diesen Weg werden wir auch erfolgreich weitergehen, mit oder ohne Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Wallmann. Das Wort hat der Abg. Wagner, Fraktionsvorsitzender BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn wir heute gehört haben, was die FDP zu diesem Thema beigetragen hat und wie das Thema auch von manchen auf Bundesebene diskutiert wird, dann hat man ja manchmal den Eindruck, wir würden uns im Jahr 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingsbewegung befinden. Damals hatten wir hier in Hessen in der Spitze 22.000 Menschen, die in einem Monat zu uns gekommen sind und Hilfe gesucht haben. Und wir hatten in der gesamten Bundesrepublik keine Strukturen, die auf diese Situation vorbereitet waren. Meine Damen und Herren, wir haben nicht mehr 2015. Im Moment kommen nicht einmal 1.000 Menschen durchschnittlich pro Monat nach Hessen, und wir haben funktionierende und leistungsfähige Strukturen, meine Damen und Herren. Und wenn hier immer der Eindruck erweckt werden soll, das sei nicht so, dann ist diese Aktuelle Stunde eine gute Gelegenheit, das einmal klarzustellen. Wir haben geordnete Zustände an den Grenzen der Bundesrepublik Deutschland. Wir wissen, wer als Flüchtling zu uns ins Land kommt. Wir haben deutlich beschleunigte Verfahren. Wir haben funktionierende Strukturen der Integration. Wir haben eben nicht mehr 2015, sondern wir haben 2018, meine Damen und Herren. Was sich allerdings nicht geändert hat zwischen 2015 und 2018, ist, dass wir Millionen Menschen auf diesem Planeten haben, die in Not, in Elend, in Gewalt, unter Terror leiden und die auf der Flucht sind. Das hat sich nicht geändert gegenüber 2015. Natürlich kann man die Strukturen, die wir haben, und man muss sie besser machen. Man muss Missstände abstellen, wie sie derzeit in einigen Außenstellen des BAMS wohl aufgetreten sind. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, wir haben keinen, aber auch gar keinen Grund, Krisen und Probleme herbeizureden, die es in unserem Land im Jahr 2018 nicht mehr gibt. Im Gegenteil, wir haben allen Grund, stolz darauf zu sein, was dieses Land, was die Menschen in diesem Land seit 2015 zum Thema Flüchtlingsbewegung geleistet haben. Wir haben allen Grund, stolz darauf zu sein, dass die Bundeskanzlerin im Jahr 2015 entschieden hat, als Menschen in größter Not im Dreck gelegen haben, dass sie entschieden hat, dass die Bundesrepublik Deutschland ein freundliches Gesicht zeigt. Wir haben Grund darauf, stolz zu sein, dass das gemacht wurde. Wir haben allen Grund, stolz darauf zu sein, wie sich die vielen Ehrenamtler und die vielen Hauptamtler seitdem engagiert haben, um Menschen in Not eine neue Heimat zu bieten, eine neue Bleibeperspektive zu bieten. Und wir können auch sagen, wenn die Bundesrepublik Deutschland eines kann, dann gute Verwaltungsstrukturen aufbauen. Und auch das haben wir im Bereich Asyl gemacht. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, reden Sie nicht Probleme herbei, die es nicht mehr gibt. Reden Sie die Leistungen nicht schlecht, die dieses Land erbracht hat, um diese große Aufgabe zu erfüllen, bloß um einen kleinen parteipolitischen Vorteil zu haben, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP. Jetzt fragen Sie in Ihrer Aktuellen Stunde, warum wir in Hessen nicht über das BAMF reden und warum wir in Hessen nicht über das Ankerzentrum haben.
reden. Die Antwort ist ganz einfach, weil wir diese Probleme in Hessen nicht haben, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, weil wir sie nicht haben. Wir haben in Hessen seit 2015 unsere Hausaufgaben im Bereich Flüchtlingspolitik gemacht. Wir haben sie gemacht mit zwei bundesweit beispielhaften Aktionsplänen zur Integration von Flüchtlingen und zur Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhangs. Wir haben das gemacht. Wir haben uns um leistungsfähige Strukturen gekümmert, die wir jetzt in Gießen haben. Warum wollen Sie Probleme herbeireden, die es in unserem Bundesland nicht gibt, meine Damen und Herren? Der hessische Weg in der Flüchtlingspolitik ist klar umrissen mit zwei Leitplanken: Humanität für Menschen in Not und schnelle, aber faire Verfahren. Daran arbeiten wir seit 3 Jahren in dieser Koalition. Wir haben große Erfolge. Wir leben nicht mehr im Jahr 2015. Und alle, die hier Probleme herbeireden, die es real gar nicht gibt, die darf man fragen, was die Motivlage dahinter ist. Die Lösung von Problemen ist es mit Sicherheit nicht, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Wagner. Das Wort hat die Frau Abg. Faulhaber, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, Herr Wagner, wir haben nicht mehr 2015, aber wir haben Landtagswahl. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass die FDP am rechten Rand fischt. Wir haben ja in der letzten Zeit öfter Diskussionen gehabt über Probleme, die wir zum Teil gar nicht sehen können, nur damit man am rechten Rand um Stimmen wirbt. Das ist ein bisschen schäbig. Nicht nur ein bisschen, da hast du recht. Also, wenn nun im Koalitionsvertrag der Bundesregierung von Ankerzentren für Asylsuchende die Rede ist, dann bezeichnet das ja eigentlich eine Mogelpackung, weil Anker entstammt der Seefahrt und bedeutet eigentlich so etwas wie Sicherheit und Schutz in bewegten Elementen. Und da ist ja genau das Gegenteil der Fall. In diesen zentralen Einrichtungen sollen Flüchtlinge 18 Monate festgehalten werden und dann direkt aus diesen Einrichtungen abgeschoben werden. Dafür hält man sie da, und zwar schneller und einfacher als bisher. Es geht also überhaupt nicht um einen Anker für Schutzsuchende, auch nicht um Halt und gesellschaftliche Integration, sondern um eine Abwehr, um eine Ausgrenzung. Ankerzentren stehen für eine neue Dimension der Abschottung in der Asylpolitik, meine Damen und Herren. Und in Bayern wird auch vorgemacht, was bundesweit gewollt wird. Dort leben Geflüchtete isoliert vom Rest der Bevölkerung in beengten Wohnverhältnissen ohne Privatsphäre. Sie sind verschärfter Residenzpflicht unterworfen, dürfen nicht arbeiten, keine Deutschkurse besuchen und haben kaum Zugang zur rechtlichen Beratung. Selbst Kinder können trotz Schulpflicht erst nach gerichtlicher Intervention am Unterricht teilnehmen. Meine Damen und Herren, nach Aussage des Ministerpräsidenten Bouffier soll es in Hessen kein Ankerzentrum geben. Und die Begründung ist ja irgendwie interessant, weil die Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen ohnehin schon alles leistet, was ein Ankerzentrum können soll. Ja. Menschen aus was kann jetzt das Gießener Zentrum? Menschen aus angeblich sicheren Herkunftsstaaten werden ja auch dort gehalten und nicht auf die Kommunen verteilt. Sie werden auf unbestimmte Zeit in Gießen festgehalten, und zwar unter völlig unzureichenden Standards. Das sagen wir ja nicht nur als LINKE, sondern da gibt es ja schon Verbesserungsvorschläge seit 2016 von der Liga der freien Wohlfahrtspflege. Und dennoch gibt es bis heute keine ausreichende soziale Betreuung und Beratung. Meine Damen und Herren, die Bewohnerinnen und Bewohner der Gießener Einrichtung, darunter sind ja auch viele Frauen und Kinder und viele traumatisierte Menschen, die müssen doch endlich ausreichend versorgt und geschützt werden. Auch da gehört ein Gewaltschutzkonzept endlich hin. Und da muss man nicht immer nur von Gewalt von Flüchtlingen ausgeht reden.
Und noch eines, meine Damen und Herren. Nach den Vorstellungen des Bundesheimatministers Horst Seehofer soll die Bundespolizei die Bewachung der Ankerzentren übernehmen. Jetzt freue ich mich, dass es großen Widerstand auch aus den Reihen der Bundespolizistinnen und Bundespolizisten gibt. Die Gewerkschaft der Polizei verabschiedete auf ihrer jüngsten Delegiertenkonferenz eine Resolution gegen die Ankerzentren und wendet sich gegen die Kasernierung und Internierung der Schutzsuchenden. Jörg Radek, Vorsitzender des GdP-Bezirksbundespolizei, stuft das Vorhaben grundsätzlich als verfassungsrechtlich bedenklich ein. Und in einem Gastkommentar in der Mittelbayerischen Zeitung vom 8. Mai schrieb er, in den Lagern finden keine Strafverfolgungs- oder Gefahrenabwehrmaßnahmen nach dem Polizeirecht statt. Eine Internierung zum Zwecke der Durchführung des Verwaltungsverfahrens ist zudem verfassungsrechtlich fraglich. Die im Grundgesetz verankerten Freiheitsrechte eignen sich nicht als Experimentierfeld, als Berufsvertretung für Polizisten. Deren Aufgabe es ist, Recht durchzusetzen, erteilen wir allen Vorschlägen, die fundamentale verfassungsrechtliche Fragen aufwerfen, eine klare Absage. Das sagt die Gewerkschaft der Polizei. So, seit mehreren Jahren werden mit Transit- und Ankerzentren besondere Aufnahmeeinrichtungen herbeigewünscht, die sichere Herkunftsstaaten und seit mehreren Jahren werden mit Transit- und Ankerzentren besondere Aufnahmeeinrichtungen, die verfassungsrechtlichen Positionen aushebeln. So, diese Maßnahmen, meine Damen und Herren, und darauf kommt es mir besonders an, betreffen nicht nur die Asylsuchenden. Diese Maßnahmen betreffen uns alle, denn sie lassen unsere rechtsstaatlichen Maßstäbe erodieren. Und deswegen sagen wir Nein zu den Überlegungen zu den Ankerzentren, und wir wünschen uns auch einen anderen Umgang in Hessen mit Geflüchteten und Schutzsuchenden. Vielen Dank, Frau Kollegin Faulhaber. Das Wort hat der Abg. Gerhard Merz, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe schon lange aufgehört zu glauben, dass zwischen dem Titel einer Aktuellen Stunde und ihrem tatsächlichen Inhalt und ihrem tatsächlichen Verlauf ein irgendwie gearteter logischer Zusammenhang besteht. Und in diesem Glauben bin ich heute Morgen jetzt schon zweimal bestätigt worden, erst einmal glanzvoll vom Kollegen Pentz und jetzt auch wieder, weil ich nicht finden kann, warten Sie doch erst einmal ab, was ich sagen will, Herr Bellino, bevor Sie sich aufruhen. Langsam. Ich nicht finden kann, Herr Kollege Greilich, das muss ich wirklich sagen, ich wusste von vornherein nicht, was diese Aktuelle Stunde soll. Und es ist mir nach dem, was Sie hier dargelegt haben, nicht klarer geworden, außer dem Fazit, das Frau Kollegin Faulhaber eben gezogen hat, nämlich dass es der erneute Versuch ist, in der Flüchtlingspolitik am rechten demokratischen Rand zu operieren. Das finde ich doch, Herr Kollege Blechschmidt, und das habe ich hier schon öfter gesagt, weil ich es schon öfter bemerkt habe, und das finde ich außergewöhnlich bedauerlich. Ich will es an zwei Punkten deutlich machen. Sie haben, Herr Kollege Greilich, davon gesprochen, in diesem Land gäbe es irgendwo zwischen 3.000 und 4.000, ist, glaube ich, die Zahl Menschen mit Duldung, und die müssten abgeschoben werden. Nein, das müssen sie nicht. Weil der Sachverhalt der Duldung zwar bedeutet, dass jemand ausreisepflichtig ist, aber es bedeutet auch, dass es einen Grund dafür gibt, dass diese Menschen zum gegebenen Zeitpunkt nicht abgeschoben werden. Und das sage ich jetzt, und es gibt ein rechtsstaatliches Verfahren, das dazu führt, dass diese Menschen noch Rekurs haben vor der Abschiebung. Ich habe das einmal hier bei anderer Gelegenheit gegen den Vorwurf, die Behörden gegen den Vorwurf der Deportation von der Linken verteidigt. Und das tue ich aber jetzt in Bezug auf die Person genauso gegen Sie. Zweitens. Kollege Merz, einen Moment. Der Kollege Greilich möchte Ihnen eine Zwischenfrage stellen. Dort. Wir können das nachher austauschen. Zweitens. Sie haben hier lange und breit über das BAMF geredet. Ich
bin selten einer Meinung mit der Kollegin Wallmann. Hier bin ich es. Dies ist keine Angelegenheit, die der Kompetenz des Landes oder des Hessischen Landtags unterliegt. Wir sollten hier so viel Vertrauen und auch so viel Respekt vor den rechtsstaatlichen Institutionen, vor den Gefahrenabwehrbehörden, vor den Strafverfolgungsbehörden haben und auch vor den Behörden des Bundes, die allerdings dabei beobachtet werden müssen, dass sie diese zweifellos unerfreulichen gesetzwidrigen Zustände aufklären und abstellen. So, so viel zu diesem Thema. Und jetzt gibt es natürlich trotzdem Anlass, und da bin ich dann wieder anderer Auffassung als einige meiner Vorredner, über die Frage der Ankerzentren auch in Hessen zu reden. Erstens. Es war der Ministerpräsident und stellvertretende CDU-Vorsitzende, der die Koalitionsverhandlungen für die CDU auf Bundesebene für den Bereich Migration und Integration geführt hat und einer der Bestandteile, die uns als SPD nach wie vor quer im Magen liegen, ist die Vereinbarung über die Ankerzentren. Und die Ankerzentren, so wie sie in diesem Koalitionsvertrag stehen, zu meinem Leidwesen, zum Leidwesen sehr vieler Freunde aus der Sozialdemokratie und auch sehr vieler anderer, ist etwas anderes als das, was in Gießen praktiziert wird. Es ist etwas an mehreren Stellen etwas fundamental anderes. Dort sollen nach dem Koalitionsvertrag, und ich sage, Gott sei es geklagt, Menschen bis zu 18 Monaten wohnen müssen, untergebracht werden müssen, Familien bis zu sechs Monaten, ohne dass irgendjemand sich einen Gedanken darüber gemacht hat, was z.B. mit der Kinderbetreuung, mit der Schulpflicht und vielem anderen ist. Punkt 1. Punkt 2. Der Innenminister denkt darüber nach, die Bundespolizei zur Bewachung dieser Ankerzentren einzusetzen. Das bedeutet, meine Damen und Herren, dass der Charakter dieser Veranstaltung durchaus etwas anderes ist als das, was wir aus Gießen kennen und was wir auch behalten wollen. Insofern gab es schon auf meiner Seite nicht so viel Überraschung, als ich gelesen habe, dass der Bundesinnenminister behauptet hat oder das Bundesministerium behauptet hat, es gäbe aus Hessen Interesse an dieser Angelegenheit. Mich hat das jetzt nicht so gewundert. Dann habe ich zur Kenntnis genommen, dass man gesagt hat, nee, das stimmt nicht. Und der Innenminister hat das ja jetzt mit aller Deutlichkeit klargestellt. Das freut mich. Aber wie gesagt, zu sagen, nein, nein, das war nicht so. Und der Regierungssprecher hat dann gesagt, die Entscheidung sei noch nicht gefallen, weil noch kein Konzept vorläge. Das ist etwas anderes als das, was wir dann gehört haben im nächsten Schritt vom Ministerpräsidenten. Wie gesagt, sehr zu meiner Freude, Herr Ministerpräsident, dann klargestellt hat, nein, mit uns wird es diese Ankerzentren, so wie sie im Koalitionsvertrag stehen, nicht geben, weil alles das, was vernünftigerweise von einem Ankunftszentrum zu erwarten ist, in der Einrichtung in Gießen schon erledigt wird. Ich bestehe aber darauf, es gibt eine Differenz zwischen den Ankerzentren, so wie er sie mitverhandelt hat, und dem, was in Gießen geschieht. Nun, Kollege Merz, Sie müssen dann zum Schluss kommen. Ist, wie ich gesagt habe, schon oft gesagt habe, mehr Freude im Himmel über einen reuigen Sünder als über 99 Gerechte. Wenn das jetzt die Position ist, dass es dabei bleibt, was in Gießen ist, dann ist es gut, Ende gut, alles gut. Und wir können zu dem zurückkehren, was nötig wäre, nämlich uns über die Verbesserung der Bedingungen in Gießen, über die viel zu sagen wäre, in der Tat Gedanken zu machen. Ich kann nur sagen, der Gießener Weg ist richtig, das ist er immer. Danke. Vielen Dank. Wort hat der Ministerpräsident. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst möchte ich Frau Kollegin Wallmann danken. Das trifft 100 %, was Sie gesagt haben, was ich auch vortragen möchte. Aus Zeitgründen will ich darauf Bezug nehmen. Wir haben hier in Hessen, anders als in anderen Ländern, seit 2015 mit Ausnahme der Linkspartei ein hohes Maß an parteipolitischer Übereinstimmung in den Grundzügen gehabt, wie wir mit dieser bis dahin einmaligen Herausforderung umgehen. Ich hatte hier im Hessischen Landtag der Opposition, namentlich der SPD, ausdrücklich gedankt. Es war ein wesentlicher Teil unseres Erfolges, dass wir uns nicht wegen einer Schlagzeile, wegen eines vermeintlichen Vorteils des Tages haben auseinanderdividieren lassen. Ich glaube, das war gut. Und der Kollege Wagner hat zu Recht darauf hingewiesen, das, was seinerzeit über uns kam, in des Wortes wahrster Bedeutung,
Das war eine Herausforderung. Für die gab es keinen Masterplan, für die gab es auch keinerlei andere Vorbereitung. Die musste bewältigt werden. Sie ist, auch das darf man immer wieder erwähnen, mit der Hilfe vieler Tausend Ehrenamtlicher, aber auch vieler Hauptberuflicher in herausragender Weise bewältigt worden. Und ich glaube, man darf sagen, es wird kaum ein Land auf der Welt geben, das eine solche Herausforderung alles in allem so bewältigt hat. Das ist Anlass zur Dankbarkeit, meine Damen und Herren. Dann sind wir bei der Frage, wie sind die Dinge heute? Und Herr Kollege Merz und andere, ich bin in der vorzüglichen Lage, Ihnen schlicht berichten zu können, wie es war. Ich muss nicht Bezug nehmen auf irgendwelche Zeitungskommentare. Ich muss auch nicht Bezug nehmen auf irgendwelche Parteitagsbeschlüsse. Ich habe das federführend geführt. Und interessanterweise, sowohl bei Jamaika, schöne Grüße, sowohl bei Jamaika wie bei CDU, CSU und SPD. Und damit sich jetzt nicht einige vom Acker machen, worum ging es eigentlich? Wir waren uns alle immer einig. Das galt für die Grünen. Bündnis 90, das galt für die Freien Demokraten, das galt für die Sozialdemokraten und das gilt natürlich auch für CDU und CSU. Haben wir Handlungsbedarf oder sind die Dinge so, dass wir sagen können, alles in Ordnung, müssen wir uns nicht mehr darum kümmern? Niemand war der Auffassung, auch die Sozialdemokratie nicht, dass kein Handlungsbedarf besteht. Wo leben Sie denn? Wir sollten doch nicht den Eindruck verwenden, dass alles irgendwie großartig läuft. Das wird doch niemand ernsthaft behaupten. Also, ich komme noch sehr detailliert auf die einzelnen Verhandlungen. Also ging es um die Frage, und zwar bei beiden, immer um die Frage, was ist die Aufgabe, die wir erfüllen müssen, und wie erfüllen wir das am besten. Und da waren wir uns immer klar, wenn wir die Bereitschaft der Bevölkerung zur Aufnahme von Flüchtlingen aufrechterhalten wollen, dann müssen wir das, was nicht gut läuft, nach Möglichkeit beenden und das, was gut läuft, fortsetzen. Und was bedeutet das im Einzelfall? Im Einzelfall bedeutet das, wir müssen wissen, wer ins Land kommt. Gibt es hier irgendjemanden im Saal, der das bestreitet? Ich kenne niemanden. Also ist es doch eine Aufgabe, wie lösen wir, dass wir wissen, wer ins Land kommt. Und Herr Kollege Merz, dann ist es falsch, wenn Sie das an 57 Stellen in Deutschland machen und sich jeweils bei der örtlichen Ausländerbehörde melden. Wenn wir da einig sind, also muss man es sinnvollerweise irgendwie zentralisieren. Meine Partei hat in der alten Koalition den Vorschlag gemacht, dass wir das an den Binnengrenzen machen, weil es nach wie vor aus meiner Sicht Sinn macht, wenn man die Menschen relativ schnell identifiziert, in einem rechtsstaatlich sauberen, aber möglichst zügigen Verfahren entscheidet, ob sie bleiben können oder nicht. Das nützt allen. Ich erinnere, und das ist eines der Probleme in dieser Debatte, dass häufig Begriffe gewählt werden, die sozusagen die Sache nahezu erschlagen und die Emotionalität über alles drüber. Es war der damalige Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei, Kollege Gabriel, der dieses an der Grenze, Binnengrenze vorgesehene, bezogen hat mit Gefangenenlager und Ähnlichem mehr. Ich habe das sehr bedauert. Ich habe ihm das auch sehr deutlich immer gesagt. Ich habe gesagt, ihr habt doch die gleichen Probleme wie alle anderen auch. Redet doch nicht so vorbei an allem. Also, es geht um die Frage Identität feststellen, damit wir wissen, wer ins Land kommt. Das macht man sinnvollerweise zentriert. Dann geht es um die Frage, wie stellen wir denn sicher, dass wir ein rechtsstaatlich sauberes Verfahren haben, das möglichst zügig läuft. Und genau das ist doch bis heute in weiten Teilen der Republik noch nicht umgesetzt. Das Gießener Modell stand doch Pate für das Ankerzentrum, übrigens gemeinsam mit dem, was in Heidelberg gemacht wird. Das waren zwei Kernpunkte. Und was haben wir dort? Man muss es noch einmal sagen. Wir haben dort eine einmalige Konzentration, unabhängig Bund oder Land, von Behörden, von Dienststellen, die aufs Engste zusammenwirken, an einem Ort. Das ist doch sehr sinnvoll. Deshalb kann ich gar nicht begreifen, wie man gegen Zentren sein kann.
Das ist mir völlig unbegreiflich. Wir haben dort die Aufnahme. Wir haben dort das BAMF. Wir haben dort die Bundesagentur für Arbeit, die in den meisten Einrichtungen in Deutschland bis heute nicht ist. Die meisten haben das bis heute nicht. Wir haben das Jugendamt, wir haben den medizinischen Dienst, wir haben die Rechtsberatung, wir haben den psychologischen Dienst. Alles an einem Bereich, beispielhaft. Das halte ich für richtig. Und deshalb ging es darum, dass wir sowohl damals in der gescheiterten Jamaika-Geschichte wie auch in der Koalition, die wir jetzt gebildet haben, wir möglichst so etwas machen. Und, meine Damen und Herren, das war unstrittig. Das war unstrittig, ist aus meiner Sicht nach wie vor richtig. Und jetzt will ich Ihnen einmal sagen, wo der Unterschied liegt und warum der Bund jetzt Vorschläge macht, die wir so jetzt nicht nachvollziehen. Das, was in Gießen geleistet wird, ist modellhaft. Und alle haben es gelobt. Und was muss man tun? Ich habe es noch einmal gesagt. Möglichst wissen, wer ins Land kommt. Rechtsstaatlich einwandfrei, zügiges Verfahren. Ich kann mich doch noch erinnern, dass die Leute anderthalb Jahre warten mussten, bevor sie die erste Anhörung beim BAMF bekommen haben. Wenn wir heute in Gießen in der Lage sind, fast 80% dieser Anhörungen innerhalb einer Woche durchzuführen, ist das ein Riesenerfolg, muss man doch einmal sagen. Und das geht natürlich nur, wenn Sie es an einer Stelle konzentriert machen, sonst geht es nie. Erinnern wir uns noch, wie lange die BAMF-Entscheidung dann gedauert hat? Jahre. Wenn wir heute fast 80% binnen eines Monats entscheiden, ist ein Riesenerfolg. Da wollen die anderen doch erst noch hin. Und deshalb, ja, auch danke für die, die diese Arbeit leisten. Und darum geht es uns. Und das war völlig unstreitig. Da gab es auch keine Bauchschmerzen. Das sind doch alles nachgeschobene Diskussionen. Ich habe mir wohlweislich jeden Entwurf aufgehoben, jeden Entwurf. Und da ich ihn fast immer selbst geschrieben habe, weiß ich ziemlich genau, wie da die Sache war. Und dann ging es um einen wesentlichen Punkt, Herr Kollege Schäfer-Gümbel und Herr Merz, damit Sie zukünftig da unterrichtet sind. Es war immer in jeder Ministerpräsidentenkonferenz mindestens seit 4 Jahren die spannende Frage, unterstützt der Bund die Länder hinreichend? Da haben wir ewig über Geld geredet, das tun wir immer. Und es ging immer auch um die Frage, was ist denn mit denen, die hier bleiben können und denen, die nicht hier bleiben können. Und die Aufgabe ist immer die gleiche. Diejenigen, die hier bleiben können, müssen möglichst rasch erfolgreich integriert werden. Deshalb beginnen wir dort schon in dieser Einrichtung sehr früh mit einer Reihe von Maßnahmen. Das ist nicht überall so. Die, die nicht bleiben können, die müssen aber auch zurückgeführt werden. Und die Debatte, die ich sehr bedauere, die jetzt in letzter Zeit läuft nach dem Motto Haft, Lager, Abschiebezentren, das ist doch alles Käse. Wir haben in Hessen, und darauf lege ich Wert, da stehe ich auch persönlich, andere Wege. Wir haben ein Asylkonvent. Kann ich nur Danke sagen für das, was dort geleistet wird. Findet hier im Landtag fast nie eine Erwähnung. Die tagen ununterbrochen. Vieles von dem, was die da machen, davon profitieren alle Seiten. Und ich habe auch in dem Pressegespräch gesagt, ich kann es nicht glauben, wenn ich den Eindruck vermittelt bekomme, gelegentlich, das seien so eine Art Gefangenenlager. Ich habe gesagt, die meisten kennen das doch in Gießen, wie das ist. Natürlich können die Leute raus, ist auch in Ordnung. Aber sie haben eine Pflicht, dort zu sein, wenn sie zum Beispiel ihre Leistungen empfangen. Und das halte ich für richtig. Ich halte für richtig, dass wir, solange das Verfahren läuft, wir auch Missbrauch vermeiden. Das kriegen Sie nur hin, wenn Sie das in einem geordneten Verfahren und nicht an 15 verschiedenen Stellen machen. Will das jemand bestreiten? Ich kenne keinen. So, was bleibt dann noch? Diese abenteuerlichen, wortgewaltigen Getöse, das man da gelegentlich hören kann. Ich bedauere das. Klarer Kurs, aber kein Schaumvorbund. Alles andere dient vielleicht der Schlagzeile, aber nicht der Sache. Und worüber haben wir am Ende uns noch nicht verständigt in der Koalition? Und das ist der Unterschied, damit Herr Merz das in Zukunft genau auseinandernehmen kann. In den zurückliegenden Jahren gab es immer die Frage, wie ist das mit der Abschiebung? Wer besorgt die Pässe?
Warum hat denn die Bundesrepublik Deutschland nicht mehr Einfluss genommen auf manche Länder? Alles Sachen, die Länder, die Bundesländer nicht lösen können. Das war immer Gegenstand. Die alte Koalition von CDU, CSU und SPD hat die Frage genauso diskutiert wie heute. Nämlich, macht es eigentlich nicht Sinn, dass der Bund das Ganze übernimmt? Und die, die im Thema sind, die die Sachen ein bisschen kennen, wissen, dass wir da eine sehr engagierte Diskussion geführt haben. Und die Länder wären ja durchaus geneigt gewesen zu sagen, warum sollen wir uns für so ein schwieriges Thema sozusagen freiwillig nach vorne bewegen? Dann soll es doch lieber der Bund machen. Der Bund hat jetzt entschieden, und darüber lesen Sie im Koalitionsvertrag nichts. Und das ist der Unterschied. Der Bund hat nämlich gesagt, wir werden jetzt keine Gesetze verändern. Das müsste man nämlich, wenn der Bund zuständig sein soll, sondern auf der Basis der bisherigen Gesetze. Und die Basis der bisherigen Gesetze bedeutet Zuständigkeit der Länder. Und dann bleibt es eben auch bei unserer Zuständigkeit. Und dann bleibt es dabei, was sich aus unserer Sicht bewährt hat. Und ich trenne hier scharf, und das habe ich überhaupt kein Problem damit. Wenn der Bund das Ganze übernimmt und der Auffassung ist, dass es ihm gelingt, 18 Monate in diesen Einrichtungen die Leute nicht zu kasernieren, das ist ja alles Quatsch, aber dort fest sozusagen ihren Wohnsitz zu haben, dass sie dort ihre sozialen Leistungen kriegen und all solche Geschichten, dann mag man das dort für richtig halten. Es gibt auch andere Positionen. Wenn die Bewachung in Anführungsstrichen diskutiert wird, wie läuft es denn bei uns in Gießen? Wie läuft es denn sonst überall in Deutschland? Das sind in der Regel Sicherheitsfirmen, in aller Regel, und die Polizei, die jeweilige Landespolizei, ist vor Ort, um dort Sicherheit und Schutz und wo notwendig auch Schutz untereinander zu gewähren. Wir wohnen beide in Gießen. Ich wohne da ganz in der Nähe. Ich weiß jeden Tag, was da passiert. Das ist aber etwas völlig anderes als dieses Getöse, was da immer erzählt wird. Wer bewacht denn das nach dem Motto mit Wachtürmen? Alles Unfug. Und ich werbe dafür, deshalb überziehe ich auch die Zeit. Wir werden klug daran tun, sorgfältig damit umzugehen, auch in den Worten. Es gibt eine große Zeitung mit großen Buchstaben, die macht immer auf, 225.000 Menschen müssten Deutschland verlassen. Warum tun sie es nicht? Weil die Regierung versagt. Und ich könnte Ihnen hier einmal vorlesen aus der SPD, das schenke ich mir, das ist mir jetzt zu billig zu diesem Thema. Und ich werbe immer wieder dafür, zu differenzieren. Wir haben Hervorragendes geleistet. Wir sind in der Aufgabenstellung deutlich vorangekommen. Aber die Arbeit ist noch nicht erledigt, weder im Hinblick auf die Integration noch auf die Frage der Rückführung. Und wenn der Bund seinerseits die Verantwortung dafür übernimmt, dann kann er auch die Kriterien festlegen. Das will er nicht, aus vielerlei Gründen, jetzt jedenfalls nicht, und zwar nicht die CDU, CSU, sondern auch die SPD. Da gibt es überhaupt keinen Streit zwischen den Beteiligten. Dann bleibt es bei den Ländern. Und dann hat Frau Wallmann, glaube ich, den entscheidenden Satz gesagt. Wir haben mit dem Gießener Modell, das ein Beispiel ist für Deutschland, gute Erfahrungen gemacht. Und wenn wir dort eine Größenordnung haben um die 1.000, dann halten wir das für angemessen. Und das würden wir gerne auch so lassen. Und wenn wir dort ein System haben, von dem wir glauben, dass es im Interesse aller sich bewährt hat, dann haben wir dort ein Zentrum, das alles erfüllt, was ein Ankerzentrum sinnvollerweise tun soll, nach der Weise, wie wir es eingerichtet haben. Dies habe ich, auch das will ich noch sagen, mit dem Bundesinnenminister im Detail besprochen. Und der Bundesinnenminister hat mir wörtlich erklärt, und darauf können Sie sich verlassen, das ist vernünftig. Das ist vernünftig. Dann macht das so. Ja, der Bundesinnenminister ist zigmal zitiert worden. Er hat gesagt, das ist ein Angebot an die Länder. Und die Länder müssen entscheiden, in welcher Weise sie dieser Aufgabe am besten dienen. Und ich sage es noch einmal, und ich freue mich darüber, wenn hier alle, bis auf die Linkspartei, erklären, dass wir das, soweit wir Verantwortung tragen in Hessen, sehr gut tun. Dann ist das kein Anlass, sich hier sozusagen kritisch mit dieser Arbeit auseinanderzusetzen, sondern das ist Anlass, Danke zu sagen. Und deshalb werden wir diese Arbeit so fortsetzen. Vielen Dank.